Typisch Deutsch. Herzlich willkommen zur ersten Folge meiner kleinen Videoserie Typisch Deutsch. Mein Name ist Franklin Tummescheid. In diesem Video und in den Videos, die in den nächsten Wochen noch folgen werden, möchte ich mal ein paar Aussagen, die sich auf das Thema Typisch Deutsch beziehen, unter die Lupe nehmen und prüfen, ob wir wirklich so typisch deutsch sind, wie wir im Ausland gesehen werden. Bei diesen Videos handelt es sich natürlich nicht um wissenschaftliche Studien. Nichtsdestotrotz werde ich mir Mühe geben, meine Angaben, die ich mache, auch entsprechend mit seriösen Quellen zu belegen und nicht einfach nur irgendwelchen Unsinn hier zu erzählen. Trotzdem wird es sich nicht vermeiden lassen, dass auch meine persönliche Meinung hin und wieder in diese Videos mit hineinfließt. Das erste Thema, mit dem ich mich heute mal auseinandersetzen möchte und das man als typisch deutsch bezeichnen könnte, ist die Aussage, die Deutschen sind die Weltmeister im Bierkonsum. Stimmt das wirklich? Mal schauen, was ich dazu rausfinden kann. Auf der Homepage von Statista.com habe ich dazu eine passende Tabelle gefunden. Danach hat jeder Deutsche im Durchschnitt im Jahr 2018 102 Liter Bier konsumiert. Damit liegt Deutschland in Europa erst auf Platz 3 nach der Tschechischen Republik, wo die Einwohner pro Kopf 141 Liter konsumiert haben, und nach Österreich mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 107 Litern. Ja, damit steht fest, dass der Bierkonsum nicht mehr typisch deutsch ist. Oder vielleicht ist er typisch deutsch, aber Deutschland ist definitiv nicht mehr der Weltmeister im Bierkonsum, wenn sogar schon in Europa in zwei Ländern mehr Bier konsumiert wird als hier in Deutschland. Interessante Tatsache dazu, bereits seit 1970 ist der Bierkonsum in Deutschland stark rückläufig. Jetzt vielleicht noch ein kleiner Hinweis auf meinen eigenen Bierkonsum. Ich befinde mich hier in meiner Wohnung in Kharkiv, stehe vor meinem Kühlschrank, und wenn ich diesen Kühlschrank jetzt öffne, finde ich darin genau eine Dose Bier. Und dieses Bier ist tatsächlich auch tschechisches Bier, Staropramen, ursprünglich aus Prag. Allerdings wird Staropramen hier in Lizenz auch in der Ukraine gebraut. Ja, und diese Dose Staropramen befindet sich schon seit März 2020 in meinem Kühlschrank. Man kann daran also sehen, ich selber bin absolut kein Biertrinker, obwohl ich Deutscher bin. Ja, soweit jetzt zum heutigen Thema dieses Videos. Ist Deutschland Weltmeister im Bierkonsum? Wir haben festgestellt, nein, sind wir Deutschen definitiv nicht mehr. In den nächsten Folgen werde ich mich mal damit befassen, mit typisch deutschen Thema Gartenzwerge, Currywurst oder auch der Frage, ist es richtig, dass die Deutschen überhaupt keinen Humor haben und zum Lachen in den Keller gehen? Wenn Sie selber Fragen und Anregungen haben, würde ich mich über entsprechende Kommentare und entsprechende Fragen freuen. Ich werde das dann einfach mal in einer der nächsten Folgen aufgreifen. Und damit verabschiede ich mich mit einem typisch deutschen Tschö aus der Ukraine. Typisch deutsch.